Ich habe es jetzt leider schon abmontiert, aber wie man es auf den Fotos im Blogbeitrag sieht, dass da, ups, das, was da an der Decke hängt, das ist ein Cover-Spot von Paulmann. Und das, was ich in der Hand halte, ist auch ein Spot, und zwar der Astene oder Estin, der einfach mal monströs groß ist. Der Unterschied ist halt, der Cover-Spot hat ein GU10-Leuchtmittel, was man einsetzen kann. Und das Astene oder Estin hat eine E27-Halterung. Aber wie man hier sehen kann, und das habe ich nirgendwo auf Fotos irgendwie vorm Kauf sehen können und auch nirgendwo irgendwo in einem Review, weil es einfach keine Reviews gibt, dass diese E27-Halterung hier einfach so lose an so einem Kabel dranhängt. Einfach so frei rumschlabbernd. Und ja, ich kann hier eine E27 reinhängen, aber das hält ja nirgendwo fest. Es gibt hier diese drei Metallklammern und das ist wahrscheinlich für eine große E27 Spotleuchte oder sowas gedacht. Die gibt es ja mit so großem Durchmesser, dass man die unter das Metall klemmt und die Metallbügel von oben dann die Lampe irgendwie fixieren. Wenn ich jetzt hier aber eine kleinere Lampe reinsetzen will, in diesem Fall ist das so ein Hue-Leuchtmittel und das ist schon die größere von den Hues mit den 1000 Lumen oder so, dann ist das ein bisschen blöd. Also ich hatte es an der Decke hängen und ich habe das hier zwischen so zwei Metallösen eingeklemmt, dass die mir nicht sofort wieder runtergefallen ist. Aber ich sag mal, so richtig geil ist es nicht. Dafür ist das Ding dann doch ganz schön teuer. Ich meine, ja, es ist massiv, es ist auch relativ wuchtig und schwer. Aber hier von der Konstruktion, ich sage jetzt mal, wollt ihr mich verarschen? Es ist doch wohl, naja, ist nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Auch mit so einem Hue-Leuchtmittel hier drinne ist die Lichtausbeute nicht so wahnsinnig beeindruckend, weil hier natürlich auch nirgendwo Reflektoren oder sowas drinne sind, die das Licht irgendwie sauber wieder zurückstrahlen würden. Das ist zwar Metall hier innen, aber das reflektiert alles nicht so stark. Ja, geht wieder zurück. Schade, habe ich mir anders vorgestellt. Werde ich jetzt einfach stattdessen zwei, drei von den kleinen Coverspots mit GU10 Leuchtmitteln von Hue machen. Ist dann auch hell genug. Wie man auf den Fotos auch sieht, erstaunlich hell im Vergleich zu dem, was diese Konstruktion dann an die Wand wirft mit diesem Leuchtmittel.